Ja, servus und willkommen im heutigen Video über Schraubenkulturbahnhausen. Heute bewege ich mich mal hart außerhalb meiner Komfortzone und ich erkläre euch jetzt mal warum. Generell, viele von euch wissen nicht, dass ich vor meiner Kfz-Ausbildung noch lange was anderes getrieben habe. Ich habe meine Kfz-Ausbildung nämlich erst im mit 19 auf jeden Fall angefangen, denn ich gehöre noch zu der Generation, die quasi erst mit 18 ihren Führerschein gemacht haben und auch erst mit 18 Auto fahren durften und tatsächlich auch zu der Generation, die noch mit 18 Jahren eingezogen wurde und zum Wehrdienst oder zum Zivildienst abkommandiert wurde. Dementsprechend habe ich mit 18 mein erstes eigenes Auto bekommen und habe halt tatsächlich dann erst auch wirklich angefangen, an meinem eigenen Auto zu arbeiten, weil kein Geld, also quasi das Fahrzeug in eine Werkstatt bringen, war nie eine Option. Also immer Reparaturanleitungen gekauft und das alles selber gemacht und dann gemerkt, ey, das liegt mir. Und mit 19 bin ich dann offiziell erst in die Lehre gegangen und dann habe ich das ganze Thema durchexerziert. Nichtsdestotrotz habe ich nach meinem Realschulabschluss tatsächlich dann eine IT-Ausbildung gemacht, eine schulische IT-Ausbildung zum Fachinformatiker. Und habe aber nie wieder in dem Beruf gearbeitet, weil tatsächlich diese Bildschirmhockerei einfach nicht so ganz mein Ding war. Und ich musste dann doch wirklich was mit den Händen tun, musste wirklich im Handwerk arbeiten. Alles andere wäre mir zu langweilig gewesen auf längere Sicht. Und dementsprechend habe ich mich halt dazu entschieden, das dann doch nicht beruflich zu verfolgen. Warum ich euch das erzähle? Ich spanne den Bogen zurück. Ich zeige euch jetzt was. Und zwar, wie ihr sehen könnt, mein Equipment steht hier, ich schneide hier Videos, ich arbeite viel am Rechner, aber ist halt ein notwendiges Übel. Und zu 99% nutze ich diesen Laptop hier. Das ist ein Acer Predator, eigentlich ein Gaming-Laptop. Ich zocke auch manchmal ganz gerne, tatsächlich, also so ein paar Online-Spiele und sowas. Habe aber tatsächlich wirklich selten die Zeit dafür. Nichtsdestotrotz hatte ich bis dato ja nur die Eigentumswohnung zur Verfügung, in der ich gewohnt habe. Und da war nicht wirklich Platz für ein Arbeitszimmer. Das heißt, ich war auf dem Laptop angewiesen. Das heißt, ich habe auch meine Videos immer mit dem Laptop geschnitten und auch bearbeitet und so weiter. Und das führt mich jetzt quasi wieder zum Thema. Und zwar den Acer Predator, den habe ich jetzt schon was länger. Insgesamt glaube ich mittlerweile fast 2 Jahre. Und mir ist halt langsam aufgefallen, der Acer Predator, man kann das schön checken, der hat so ein Steuerungsboard. Das heißt, du kannst einfach so einen kleinen Button anklicken auf dem Desktop, der heißt da Acer Killer Control Center. Und du kannst dann quasi da die Temperaturen von CPU, Grafikkarte und Systemtemperatur checken. Du kannst die Drehzahl der Lüfter checken und auch einstellen und ändern. Du kannst auch die Taktung der Grafikkarte und der CPU ändern. Das heißt, du hast halt wirklich die Möglichkeit, die CPU und die Grafikkarte zu übertakten und so weiter. Und generell hat das Ding ordentlich Power, so nicht. Und mir ist halt nur aufgefallen, in letzter Zeit, immer wenn ich irgendwelche intensiveren Renderings und sowas gemacht habe, dass die Temperatur von CPU und Grafikkarte deutlich höher gegangen ist, als sie früher war. Und das hat mir nicht wirklich gut gefallen. Und ja, aus meiner IT-Zeit war dann als erstes so dieser Gedanke, ja, scheiße, wahrscheinlich ist im Laufe der Zeit jetzt einfach die Wärmeleitpaste von der CPU und von der Grafikkarte oll geworden. Die trocknet dann irgendwann aus und leitet logischerweise dann die Wärme nicht mehr so gut weiter. Denn die Laptops haben halt hier so eine komplett durchgehende Platine, so eine Kupferplatine. Da liegen die ganzen Chips drunter. Die sind quasi dann mit der Wärmeleitpaste quasi verbunden an diese Kupferplatte. Und an der Kupferplatte sitzen dann die eigentlichen Lüfter. Das heißt, die Temperatur von den Chips wird an die Kupferplatte übergeben und diese Kupferplatte verfügt über Kühlrippen und wird von den beiden Lüftern dann gekühlt. Einer sitzt hier, einer sitzt da. Sehen wir gleich auch aus deiner Aufnahme. Und deswegen, um den Bogen zurückzuspannen, habe ich euch kurz erzählt, dass ich eine IT-Ausbildung damals gemacht habe. Ich bin aber seit Jahren da raus und alles entwickelt sich super schnell. Das ist jetzt, wie lange ist das her? Das ist 15 Jahre her, länger. 16, 17 Jahre her, dass ich die IT-Ausbildung angefangen habe. Und dementsprechend bin ich lange nicht mehr in der Materie drin.
Habe aber gedacht, bei dem Laptop ist jetzt die Garantie quasi abgelaufen. Dementsprechend einschicken und das machen lassen, kostet einfach zu viel Geld. Also vielleicht mach's selber. Nach all den Jahren tausche ich nochmal Wärmeleitpaste und baue mal so einen kompletten Laptop auseinander. Macht bei den aktuellen Geräten nicht viel Spaß, 1000 Bauteile drin etc. pp. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber ich habe mich vorher vorbereitet. Und jetzt spannt sich der Bogen zurück. Ich habe ein Werkzeugset besorgt, was speziell für feine Elektrik, feine Elektronik arbeiten und ja, fürs Auseinanderbauen von eben solchen Geräten oder auch anderen elektronischen Bauteilen geeignet ist oder genutzt werden kann und viele kleine Spezialwerkzeuge enthält. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar handelt es sich hierbei um dieses kleine, aber feine Set. Und ich würde sagen, wir wechseln mal die Perspektive und ich zeige euch dann quasi aus der Nahaufnahme, was wir genau alles haben. Und dann versteht ihr auch, warum ich diesen Bogen gespannt habe. Damit ihr verstehen könnt, warum ich jetzt ein Elektrikwerkzeugset oder so ein kleines Elektronikerwerkzeugset vorstelle und weshalb das im Zusammenhang mit meinem Channel steht. Wegen meinem Laptop, mit dem ich die Videos für den Channel schneide. Wir wechseln die Perspektive und dann sehen wir uns das mal genauer an. Yes, einmal eine ganz andere Perspektive, aber da das Set wirklich so klein in so einem kleinen Mäppchen hier ist, wie ihr sehen könnt, und das ist ja quasi nicht mal ganz so groß wie meine Hand, denke ich, ist es besser, das aus der Perspektive zu machen. Dann seht ihr ein bisschen mehr. So, was wir haben ist, wir haben hier einen kleinen, aber feinen Seitenschneider enthalten. Wir haben hier eine kleine, aber feine Spitzzange enthalten. Dann haben wir hier verschiedene Werkzeuge, um irgendwas, so kleine Kunststoffhaken, Kunststoffhebel, um irgendwas hebeln oder aufhebeln zu können. Wir haben hier sowas, was mich ein bisschen an ein Plektrum vom Gitarrespielen erinnert. So eine kleine Kunststoffdreieck, womit man eben so Verkleidungen auseinanderziehen kann etc. pp. Dann haben wir hier mehrere Sets spezieller Bits. Die sind sehr, sehr klein, sehr, sehr kompakt. Das heißt, wir haben hier nicht nur sowas wie ja, Kreuz und Schlitz und Inbus oder Torx, sondern wir haben hier auch besondere Varianten dabei. Wir haben zum Beispiel hier unten auch so einen kompletten Satz mit so, ihr könnt es hier ganz gut sehen, kein Kreuz, sondern so Dreiecksbits, die halt quasi nicht vier Flügelchen haben, wie so ein Kreuzschlitz, sondern nur drei Flügelchen. Und ja, und entsprechend da halt so ein paar Sondergrößen. Und genau diese Sondervarianten und auch so besonders schmale Schlitzschrauben oder so kleine Vierkantschrauben und so weiter sind hier halt in diesem Bitset alle abgedeckt. Weil viele von den elektrischen Gehäusen und sowas von so Bauteilen wie Monitoren, PCs und so weiter, da sind gerne mal solche Dreiecksschräubchen verbaut. Einfach, weil das kein typischer Bit ist und man damit quasi so ein bisschen die Sicherheit herstellen will, dass nicht irgendein Kunde unbedarft irgendwelche Geräte aufschraubt. Also nimmt man da speziellere Bits für, die halt nicht so überall ohne weiteres zugänglich sind. Auf jeden Fall haben wir ein schönes Bit-Sortiment hier drin. Sehr klein, sehr fein, kompakt. Genau. Yes. Dann haben wir hier einen kleinen, aber feinen Ratschenschraubendreher dabei. Das heißt, sowas kennen wir von anderen Herstellern oder das normalerweise in größer. Das heißt, wir haben hier oben so ein Bithalter und wir haben hier eine Verstellung für eine Ratschenfunktion. In beide Richtungen und man kann es auch festsetzen, dass sich nichts verdreht. Und hier haben wir dann quasi einen klassischen Sechskant als Bitaufnahme und das ist sehr, sehr schick. Dazu haben wir dann noch diese Verlängerung hier. Die können wir dann geschmeidig hier aufstecken.
falls wir mal ein bisschen unzugänglicheren Bereich haben. Ja, und dann haben wir quasi schön langes Bauteil, um halt entsprechend quasi mit den feinen Bits arbeiten zu können. Dann haben wir hier noch ein kleines Cuttermesser dabei, um quasi so ein paar kleinere, aber feinere Sachen schneiden zu können. Also insofern schon ganz schick. Und dann zu guter Letzt haben wir hier auf der Seite noch ein Set von genau 5 so Uhrmacherschraubendrehern, die halt hier oben diese bewegliche Kappe haben, dass man hier schön festhalten kann und dann irgendwas schön verschrauben kann. Und das tatsächlich in so sehr kleinen und feinen Schlitz- und Kreuzschlitzausführungen. Jawohl. Na, bisschen Fummelei ist das Ganze. Und das letzte Bauteil ist eben hier eine kleine, aber feine Pinzette. Ich habe selber noch eine Sache hinzugefügt, und zwar ist das hier. Das habe ich während des Videodrehs hier hinzugefügt, weil das ist ein kleiner Spachtel. Der war bei meiner neuen Wärmeleitpaste für die CPU dabei. Und da ich das zukünftig jetzt erstmal auf die Schnelle nicht mehr brauche, aber das zu so einem Set gut dazu passt, habe ich gedacht, komm, leg's einfach mit rein und gut ist. Also wie gesagt, dieser kleine Spachtel ist nicht mit enthalten standardmäßig in dem Set, aber ich habe ihn jetzt dazu gepackt, weil ich ihn einfach gebraucht habe. So, das heißt, wir haben hier halt im Großen und Ganzen ein super geschmeidiges kleines Set, wo die nötigsten Werkzeuge dabei sind, um entsprechend, ja, so feinere Arbeiten an PCs oder anderen Elektrobauteilen oder Elektrikkomponenten durchzuziehen. Und ja, was soll ich sagen? Ich war sehr angetan. Yes. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe mir das hier angeschafft, das kleine Set, weil ich festgestellt habe, dass die meisten Werkzeuge, die ich habe, einfach viel zu grob und viel zu groß sind, um so feine Arbeiten zu machen. Es geht damit auch, aber es ist schon sehr viel Fummelei. Man macht gerne mal so Schraubenköpfe und sowas kaputt. Das muss nicht unbedingt sein. Dementsprechend habe ich mir dieses kleine Set zugelegt und dachte, ich teste das Set einfach aus, während ich meine Wärmeleitpaste der CPU tausche. Das heißt, wir schauen uns einfach mal an, wie ich dieses Set hier genutzt habe, was ich davon genutzt habe und kommen dann am Ende zu einem Fazit.
Yes, kommen wir zum Fazit. Ihr habt das Set in Action gesehen. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Eine Sache ist nur ein bisschen schade. Und zwar, zum einen finde ich etwas schade, dass diese Verlängerung hier nicht richtig einrastet. Das heißt, die ist hier so lose drin. Und hält hier zwar leicht, aber hält hier nicht wirklich fixiert drin. Da ist keine Klemmung oder sowas, die das wirklich festhält. Das ist ein bisschen schade. Und die Bits sind alle leicht magnetisch. Für meinen Geschmack, je nachdem welche Schraube du rauspopeln willst, zu wenig magnetisch. Aber tatsächlich darf der Magnetismus an den Schrauben ja auch nicht, an den Bits auch nicht zu hoch sein, weil du willst ja auch keine feinen elektronischen Bauteile beschädigen, wenn du daran arbeitest. Das heißt, praktisch wäre gewesen, hier vielleicht so ein Magnetisier- bzw. Entmagnetisier-Baustein noch mit reinzupacken und eben, wie gesagt, hier so eine, ja, so einen kleinen Kugelkopf oder sowas, so eine federbelastete Kugel hier reinzumachen, dass das ein bisschen geklemmt wird, dass eben die Verlängerung nicht einfach so abfallen kann. Ansonsten fand ich dieses Set äußerst hilfreich und es hat mir hervorragende Dienste geleistet und ich habe keine großen Beanstandungen. Wichtig hierbei für mein persönliches Empfinden ist tatsächlich, dass wir uns sicher sein müssen, das sind halt feine Werkzeuge, die sind halt dafür gemacht, dass du eben damit Kleinigkeiten an eben feinen PCs etc. pp. Machst und reparierst. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Seitenschneider hier einen dickeren Draht schneide oder einen Nagel abpitche oder sowas, dann muss ich mich nicht wundern, wenn der kaputt geht. Oder wenn ich damit irgendwie hier Armiereisen biegen will, muss ich mich nicht wundern, wenn das Ding verbiegt. Das ist halt wirklich nur ein feines Set für feine Arbeiten. Das heißt, für diesen Bereich ist das Set absolut gut und die Belastung reicht auch vollkommen aus, ohne dass die Sachen in irgendeiner Weise beschädigt werden. Ich würde die Sachen aber jetzt einfach auch aus Prinzip, weil ich halt für andere Belastungsarbeiten oder andere stabilere Sachen andere Werkzeuge habe, würde ich dieses Set auch wirklich nur für die Arbeit an PC-Sachen und feineren Bauteilen einsetzen und nicht für irgendwas anderes. Insofern hat das Teil echt gute Dienste geleistet. Ja, ihr habt es gesehen. Ich habe dieses kleine, aber feine Spezialwerkzeugsortiment für diese feine Elektrikarbeiten am PC benutzt. Ich bin, wie gesagt, echt zufrieden. Ich bin natürlich mir auch dessen bewusst, dass für den Preis dieses Sets, das waren, glaube ich, jetzt knapp 20, 25 Euro. Also das ist wirklich nicht viel Geld für so eine Menge Werkzeug. Mir ist auch klar, dass es nicht die beste Qualität hat. Aber für diese Arbeiten, die ich in seltenen Fällen an so feiner Elektronik und so feinen Bauteilen vornehme, reicht das voll und ganz aus. Weil ich arbeite nicht jeden Tag an irgendwelchen Rechnern, an irgendwelchen PC-Teilen und sonst irgendwas und schraube irgendwelche elektronischen Bauteile auseinander, irgendwelche Steuergeräte oder sowas. Und für die Male, wo ich es brauche, funktioniert das Zeug wirklich hervorragend. Dementsprechend, für mich hat das voll und ganz seinen Job erfüllt. Und ich denke, für jemanden, der ab und zu mal an elektronischen Bauteilen arbeitet und der gelegentlich mal sowas auseinanderbaut, um ein paar verschiedene Sachen selber zu machen, ist das hier wirklich voll und ganz ausreichend. Da braucht es nicht mehr für. Und ich denke, wenn man das Werkzeug ein bisschen schont, also quasi auch nur für solche Zwecke einsetzt und nicht irgendwie anfängt, das noch für gröberes Material einzusetzen, dann wird das Zeug bestimmt auch deutlich länger halten und seinen Job zufriedenstellend erfüllen. Ja, ihr habt gesehen und wieder was über mich erfahren. Ich war mal Computerschlosser, habe eine Ausbildung dazu gemacht und fühle mich in dem Bereich aber absolut nicht mehr wohl, weil ich kenne mich damit zwar noch grob aus, aber es hat sich so viel getan, allein in den letzten 15 Jahren, dass ich da schon gar nicht mehr hinterblicke, was es alles gibt. Früher habe ich auch so Sachen wie Case-Modding, also spezielle PC-Tower, also Gehäuse zu bauen mit Beleuchtung, LED-Beleuchtung, großen Lüftern, Wasserkühlung und so. Da habe ich früher alles mal gemacht. Ist aber alles mittlerweile schon nicht mehr wahr, weil es so lange her ist. Und damals waren das wirklich noch die Anfänge dieses
dieser Sachen. Da haben wir noch extra Stromkabel im Gehäuse verlegt und haben Kaltlichtkathoden und sowas da eingebaut, damit du halt so eine schöne indirekte Beleuchtung hast. Haben dann Fenster in die PC-Gehäuse reingeschnitten und so ein Kram und Plexiglasplatten verbaut. Brauchten dann riesig große Netzteile, die richtig viel Power hatten, weil sonst uns die Rechner abgeraucht sind, weil die zu wenig Saft bekommen haben. Durch die ganzen Lichter dran und sowas. Also insofern, nette Anekdote. Und irgendwie auch nett, mal wieder in dem Bereich was zu machen. Aber für mich einfach nicht das Hauptaugenmerk meiner Arbeit und auch wirklich nicht für mich extrem spaßig. Ich bin da lieber in anderen Bereichen unterwegs. Und dementsprechend hier ein kurzer Ausflug in den IT-Bereich von meiner Seite. Aber auch das gehört für mich zu Werkzeugen dazu. Das sind Werkzeuge, ein schönes kleines Werkzeugset, was hervorragend seinen Dienst geleistet hat. Und ich bin voll zufrieden. Unabhängig davon, ich bin halt jemand, ich beauftrage nicht schnell Handwerker. Ich mache so viel wie möglich selber, überall im Haushalt. Ich habe fast alle Renovierungsarbeiten selber gemacht. Ich werde demnächst irgendwann selber Fliesen legen. Ich habe noch nie Fliesen gelegt. Ich werde es ausprobieren. Ich werde es einfach machen. So schwer kann das nicht sein. Man kann das schon irgendwie hinkriegen. Und ich habe halt wenig Scheu davor, mich einfach an verschiedenen Dingen einfach auszuprobieren. Scheißegal. Einfach probieren, machen. Und wenn es schief geht, ja, was gelernt. Aber man kann trotzdem sehr verschiedene Dinge einfach mal rantrauen. Das war's von mir im heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr habt diesen kleinen Ausflug, diese kleine Anekdote witzig gefunden zum Thema IT und Schrauberkultur. Das heißt, ich war irgendwann mal PC-Schrauber, bis ich zum Kfz-Schrauber geworden bin. Aber schon immer Schrauber gewesen, egal in welchem Bereich. Und ja, das war's von mir. Kommentare wie immer unten rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaltet wieder ein. Bis dann. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen bzw. meinen neuesten Upload und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.